Willkommen zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Und zwar, Leute, wir wollen heute mal in diesem Video auf der Saisonhütte das Monster Böller platzieren. Das Monster gibt es halt hauptsächlich nur zur Silvesterzeit. Und auf der Saisonhütte kann man es auch mit anderen Monstern zusammen züchten. Und auch außerhalb der Silvesterzeit und auch anderen begrenzten Zeiten kann man es auch züchten. Und zwar braucht er einmal den Midwind, also einmal den hier. Und dann den Lieschen, das Häschen hier, die beiden zusammen züchten, dann habt ihr die Chance, den Böller zu züchten. Ich würde sagen, Leute, let's go. Da ist er, sehr, sehr schönes Ei, wie ich finde. Wolken, also eine Wolke und darauf ein Regenbogen. Sehr, sehr schön. So, da ist er, Böller. Oha, hat schon mal einen richtig geilen Sound. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich finde das Monster richtig mega. Aber halt nur zur, oder fast nur zur Silvesterzeit zu züchten. Das gibt's da an sich halt auf der Saisonhütte natürlich und auf der Lichtinsel. Und auf der Lichtinsel ist es halt nur zur Silvesterzeit zu züchten. Also kurz vor Silvester bis kurz nach Silvester. So, da ist er. Mein allererstes. Boah, geil. So eine geile Animation, wie ich finde. Wie das verschwindet, ne? Ich finde das geil, das Monster. Ich habe gerade mal 5 Gems bekommen. Und na, kommt er nochmal. Aber es war gerade nicht der beste Zeitpunkt, die Gems abzuholen, muss ich sagen. Da bin ich ehrlich. Oder kommt er nochmal? Ne, ich glaube gerade noch nicht. Der bewegt sich ein bisschen, aber ich glaube, der. Der macht das erstmal nichts, ne? Glaube ich. Okay. Boah, geil. Oh, schönes Feuerwerk, ey. Geil, geile Animation, geiles Monster auch vom Design, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Ist ja nicht komplett random, aber das Monster haben sie auch erst vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren ins Spiel gebracht. Das gibt's noch nicht so lange. Sind in safe dann auch wieder so 3, 4 Jahre oder 2 Jahre. Das kommt mir alles so vor wie ein paar Monate immer. Das ist ganz, ganz komisch. Also, ja, auf jeden Fall, dieses Monster ist dann richtig nice. Endlich habe ich es mal am Start. Zwar nicht auf der Lichtinsel, aber die Saisonhütte ist auch in Ordnung. Und genau, jetzt habe ich das Monster am Start. Es sind noch so viele Monster, die fehlen. Also teilweise auch seltene. Und ich glaube, epische gibt es da auch noch, ne? Ja, epische auch. Und das sieht einfach so leer aus, ne? Obwohl ich die meisten schon habe. Und genau, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Mehr habe ich hier nicht zu sagen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.